Schwester Mike, heute mal mit dem Fadeaway. Und ihr wisst ja, ich habe selbst Dirk Nowitzki mit meinem Fadeaway schon beeindruckt. I'll put you to sleep with the dark Fadeaway. Yeah! Mike, what you got? Und heute habe ich wirklich ein richtig gutes Feeling in meinem Händchen, so von der Seite vor allem. Ich mag den von der Seite richtig gerne. Nur das Problem habe ich auch, wenn ich einen Gegenspieler habe, ich mache diesen Turnaround und dann den Fadeaway. Ich bin zu klein, ich werde da auch trotzdem sehr gerne geblockt. Also da muss schon der Verteidiger weit weg sein und ich muss ihn wirklich so abgeschüttelt haben, dass er nicht mehr hinkommt. Aber trotzdem, der Fadeaway aus der Umdrehung, es ist eine geile Sache. Und vor allem, wenn du diesen Touch hast, wenn du dieses Feeling hast. Oh, geile Sache. Ich würde mal sagen, ich werfe mal 10 Mal gucken, wie viel ich jetzt hier vor laufender Kamera treffe. Jetzt ist natürlich der Druck enorm hoch, aber naja, wir sehen mal. Ja, Ass habe ich gemeint. Oh, das ist schon ein schöner Touch heute. Das ist schon. Ah ja, ich merke das immer schon bei mir auch in den Fingerspitzen, das ist mal ein kurzes Statement, ich merke das immer schon beim Loslassen, ob ich ein gutes Feeling habe oder nicht, und das ist bei mir wirklich hier im vorderen Bereich, da merke ich schon, ah, schlecht rausgekommen, schlecht abgelassen, ein bisschen verzogen, links oder rechts oder so, ist das auch noch Mittag. Und weg, und weg. Vier von acht, das ist nicht so der Hit. Schau dir das an. Vier von neun. Fünf von zehn, ne, das ist nix. Ich kann es besser, ich habe einen Touch verloren auf einmal. Einmal noch, bitte einmal noch. Zehnmal noch. Schau dir das an. Das gibt's ja nicht. Cut, cut, cut. Okay, 4 von 10. Es wird nicht besser, es wird schlechter. Bullshit, scheiße. Aber worauf ich überhaupt hinaus will, der Fadeaway. Richtig schwer, das Ding. Weil überhaupt Würfe aus der Bewegung heraus, super schwer. Und auch so, gegen Leute, gegen die ich gespielt habe, es gibt wirklich, ich kann mich an wenige erinnern, die wirklich einen guten Fadeaway hatten. Vor allem ist er für mich ein guter Fadeaway. Du weißt vorher schon, okay, er geht zum Post, jetzt dreht er sich gleich weg und macht den Fadeaway. Wenn du das vorher schon weißt und du kannst ihn trotzdem nie blocken, dann ist das ein richtig guter, perfekter Fadeaway. Weißt du, was ich meine? Das sind die perfekten Dinger. So eine Waffe, wo du schon vorhersehen kannst, okay, jetzt macht er das und das und trotzdem kannst du ihm nichts anhaben, weißt du? Weil bei den meisten Dingen ist okay, jetzt macht er das, den blocke ich jetzt. Ah, jetzt macht er das, jetzt steal ich ihn, weißt du? Wenn du das schon vorher weißt und kannst was gegen machen, ist es nicht so toll. Aber ja, das ist halt das, weißt du? Da gehen Grüße raus an Eugen Schuletzko. Der hat wirklich einen richtig geilen Fadeaway, weil der macht den Fadeaway auch so schön hoch oben, da kommst du echt nicht hin. Und die einzige Chance, wo du dann hast, den Fadeaway zu blocken, ist vorher schon, wenn er ihn nach oben zieht, dann haust du ihm den Ball aus den Händen. Das ist die einzige Chance. Wenn er den Ball schon oben hat, ist er zu weit oben, kannst du ihn nicht mehr blocken. Weißt du, was ich meine? Fadeaway. Ich finde den Fadeaway richtig geil. Der Fadeaway ist so der Wurf der Könige, finde ich. Ja? Ja, sogar die Krähe gibt mir recht. Aber ich kann nicht sein, dass ich nicht über 50% halt komme. Das gibt's nicht. Einmal. Nein, nein, es ist verzogen. Es ist total. Ja, 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 zwei, drei. Drei, vier. Drei, vier, fünf. Oh shit. Vier, fünf, sechs. Oh shit. Sechs, sieben. Ah.
7-8. Merkt euch das. 7-8. Nee. Bullshit. Was hab ich? 6-8? 6-8, oder? 7-9? Fuck. Jetzt hab ich verzählt. Ja, Timmy, ich verzähle mir total aus. Bullshit, scheiße, Mann. Ich hasse dieses Scheißzählen. Oh, so einen guten Run gehabt. Naja, hier alles live und uncut. Hier wird nicht geschummelt. Kannst vergessen. Hier filme ich ja auch. Wisst ihr, ich zeige ja auch, wenn ich auf den Sack kriege. In einem 1 gegen 1 zum Beispiel. Hier ist nicht alles so gefaked und getürkt und überhaupt den Bullshit. Nee, Mann. Naja, aber trotzdem. Vielleicht meckern jetzt auch einige. Ja, es war kein schöner Fader, aber ich bin nicht weit genug nach hinten gefallen. Habe ja auch das Gefühl gehabt, man kann natürlich noch weiter nach hinten fallen, noch mehr nach hinten. Und naja, aber ohne Verteidiger müsste die mal mit Verteidiger machen. Wäre auch ein cooles Experiment, ne? Wie die Fadeaways funktionieren gegen Verteidiger. Naja, in der Hinsicht, Feedback geben, eure Meinung unter Fadeaway. Geile Sache, habt ihr den drauf oder auch nicht. Und ich bin's aus. Vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Bye. Mr. Mike. Mr. Mike.